Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Assassin's Creed Origins. Und zwar geht es um das kleine Rätsel, das Layla in ihrer Höhle vorfinden kann. Ich habe viele Anfragen bekommen. Hey Goodie, was genau bedeutet das? Wo muss ich denn da hin, um was zu lösen? Und hier ist das entsprechende Video zur Lösung dazu. Für alle anderen natürlich, die noch nicht wissen, worum es geht, schauen wir erstmal nach, worum geht es denn? Also, wenn wir auf Layla sind, also sprich nicht im Animus, dann sind wir ja in dieser Höhle irgendwo in der Wüste. Na, das Ding hier hebe ich nur auf, weil es da ist. Das hat momentan noch nichts zu bedeuten. Und kommen gleich zu einer Tafel, wo Layla sich ein wenig darüber wundern wird, dass sie diese auch lesen kann. Schaut euch auch so, ruhig so ein bisschen an, wie die Höhle hier aussieht, weil ihr werdet die eventuell gleich wiedererkennen. So, da ist die Tafel, von der ich gesprochen habe. Sie wundert sich erstmal, dass sie das lesen kann. Östlich der Oase, die ich meine Heimat nenne, also östlich von Siva, gibt es eine Höhle. Sie ist nur von einer Weggabelung aus zugänglich durch ein kleines Loch in einer Felswand, das nicht leicht zu finden ist. Im Innern habe ich ein Relikt mit großer Macht. Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Habe ich zu kurz eingeblendet. Ihr könnt ja Pause machen und zurückspringen, das zu Ende lesen. So, also. In der Nähe von Siva gibt es eine Höhle an einer Weggabelung und dort drin ist ein Relikt von großer Macht. Also, wieder zurück auf Bayek, weil nur Bayek kann natürlich nach Siva. So, einmal wieder angestöpselt hier an die Kiste. Und da sind wir auch schon zurück auf Bayek. So, und jetzt zeige ich euch, wo des Rätsels Lösung denn verborgen liegt. Also erstmal zurück nach Siva. Siva, 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 Siva. Hier sind wir fast richtig, da ist Siva. Und hier, kurz hinter der Grenze nach, wie heißt das Ding hier? Katara-Senke. Dort ist zum Glück ein Screenshot, das ist reiner Zufall, weil genau an der Stelle ungefähr befindet sich auch unsere Höhle, die wir suchen. Ja, wenn ihr den Screenshot nicht habt, ihr seht ja selber so ungefähr von der Straße aus, wie weit ihr das taxieren müsst. Dann geht es also ab nach Siva per Schnellreise und dann mit dem Hoppity-Hopp ab in die richtige Richtung. Der Weg ist natürlich nicht ganz so kurz. Ist nicht ganz so kurz. Wir sehen es, 2,7 Kilometer haben wir auf dem Kamel vor uns oder auf dem Pferd oder auf dem Einhorn, was immer ihr auch als Reittier nutzen mögt. Oh, bei mir kommt mein treues Kamel. Wir lassen uns per Autopilot dahin geleiten. Oder reiten selber, je nachdem, wie ihr halt Bock habt. Ich werde natürlich die Reise jetzt hier abkürzen. So, wir kommen schon an, haben einen neuen Ort entdeckt, und zwar die Hotep-Kaverne. Also, jedenfalls ich habe sie neu entdeckt. Vielleicht wart ihr ja auch schon da. Kann ja auch schon sein, dass ihr ja schon hier wart. Denn immerhin ist das auch ein Fragezeichenort, den es gilt abzuarbeiten für die Quest, wo man alle Fragezeichen erledigen muss, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Auch das passiert. Alte Gewohnheiten, genau so heißt es. Ich mache hier mal kurz einen Screenie. Schaut euch mal diesen Höhleneingang auch ganz genau an. Vielleicht wird euch auch das hier gleich bekannt vorkommen. So, erstmal kurz gucken. Zwei Schätze sind da drin zu finden. Die werden wir uns mal ganz kurz hier markieren auf jeden Fall. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, weil sie sind nicht besonders doll versteckt hier in der Höhle. Aber kann ja auch nicht schaden, ne? Sagen wir es mal so herum. Ihr seht auch, also da drin sind ein paar recht hochlevelige Hyänen. Also ihr solltet schon das entsprechende Level vorweisen, die auf alle Fälle in ihre Schranken zu weisen oder weisen zu können. So, dann haben wir uns um die Hyänen gekümmert und kümmern uns jetzt um die verborgenen Schätze. Vielleicht habt ihr jetzt ja schon ungefähr die Höhle wiedererkannt, wo wir uns hier befinden. Ich werde hier gleich noch ein bisschen mit euch durch die Gegend hüpfen, damit dann da vielleicht der Erkennungswert kommt. So, das ist noch nicht so interessant. Dann haben wir hier Teil eines Tagebuchs. Was habe ich mir jetzt schon wieder gebrockt? Gerade als ich den Schatz meines Lebens gefunden habe, habe ich eine Sache verloren, den Weg hinaus. So, da haben wir nochmal ein Schild, aber das ist noch nicht alles. Hier gibt es noch was für uns. Hotep-Kaverne haben wir beendet und hier plündern. Und dann bekommen wir das Phalakt
Oh, Phalangit Shield, Phalangit, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es ausgesprochen wird. Ihr werdet mich schon berichtigen in den Kommentaren, da mache ich mir keine Sorgen drum. Das Schild ist nett, natürlich, ach, mit dem Compendium kommt es nicht mit und es kommt, ja, eigentlich mit gar nichts mit. So, hier waren wir gerade gewesen, da können wir noch ein bisschen was plündern. Und die Höhle, habt ihr sie jetzt wiedererkannt? Hier ist natürlich was eingestürzt. Das ist das, wo sich nämlich Layla drin befindet. Da ist was eingestürzt, hier oben. Denke ich mal, spätestens wenn ihr jetzt zurückgeht in die aktuelle Zeit, dann werdet ihr sehen, oh, das ist ja hier ein und dieselbe Höhle. Also die Höhle, wo sich Layla befindet. Da drüben war die Vase, wir springen da mal rüber, die sie gelesen hat. Genau hier war die Stelle gewesen mit der Vase und dem der Steintafel. So, ich würde sagen, dann mal wieder raus hier aus der Bude. Und ein weiterer Wechsel auf Layla. Ja, ich möchte den Animus verlassen, zurück auf Layla. Und dann werden wir auch mit Layla die Höhle verlassen. So, da sind wir ja gerade erst mit Bayek raus und jetzt mit Layla hinterher. Ich war schon mal hier, als Bayek. Die Wüste verändert sich nicht sehr. Jetzt kann man sie wohl eindeutig erkennen, also es ist dieselbe Höhle. Also hier ist die Höhle, wo sie sich in den Animus begibt, um Bayek zu sein. Und wir waren halt eben gerade in derselben Höhle. Das ist des Rätsels Lösung. Also ihr findet ein sehr nettes Schild, aber mehr als nett ist leider nicht drin. Und wir wissen ja alle, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Und der kleine Spruch hier, mehr ist es nicht. Man kann es fast als Easter Egg meinetwegen bezeichnen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber so ist auf alle Fälle das Rätsel Lösung. Ich sage bis zum nächsten Video. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.